Was geht ab, Freunde des Internets? Könnt ihr es glauben? Aber ich bin es wieder, Slack, endlich mal wieder mit einem neuen Video. Ja, Freunde, ich weiß, lange ist es her, dass ich ein neues Video GTA Online gemacht habe. Und es tut mir auf jeden Fall auch mega leid, dass ich einfach nicht gesagt habe, was abging bei mir, warum ich so lange inaktiv war. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen, versprochen. Jetzt sollen wir uns aber vorhin nochmal um eine andere Sache kümmern, nämlich um eine kleine Nebenmeldung. Tja, denn Rockstar Games hat gerade eben einfach mal so das neue GTA Online DLC angekündigt, nämlich das Contracts DLC. Und holy shit, ihr werdet niemals erraten, wer jetzt in diesem neuen DLC am Start ist. Deswegen würde ich sagen, Video geht los. Viel Spaß dabei. Also Freunde, wie gesagt, Rockstar Games hat gerade um 16 Uhr den neuen Trailer rausgehauen zum neuen Winter-DLC. Das wird nämlich das Contract-DLC und wichtigste Information zum Anfang, das DLC erscheint am 15. Dezember, also in 7 Tagen. Ihr müsst also nicht mehr lange warten. So, und jetzt kommen wir mal zu der krassesten Neuerung, denn in diesem DLC sind einfach Franklin Clinton und Dr. Dre am Start und das sind wirklich zwei unglaubliche Namen. Aber ich würde sagen, ich lese euch jetzt einfach mal den Newswire-Artikel vor, damit ihr wirklich die wichtigen Informationen jetzt auch mal von Rockstar Games bekommt oder beziehungsweise von Rockstar Games vorgetragen von Slack. Also in den Jahren, seit der legendäre Gangster Franklin und seine Komplizen die Union Depository ausgenommen haben, hat er in Los Santos inzwischen selbst einiges auf die Beine gestellt. Willkommen bei F. Clinton und Partner, einer neuen Agentur von Celebrity Solutions, die Vinewoods Elite-Lösungen für Elite-Probleme bietet. Franklin fehlen jetzt nur noch zwei Dinge. Ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner, das werden wir in GTA Online sein, und ein prominenter Kunde. Euer alter Bekannter Lamar Davis, der seit neuestem wieder im Grasgeschäft unterwegs ist, macht euch bekannt und legt so den Grundstein für eine Partnerschaft, die den Erfolg der Agentur garantiert. Das erste Foto ist hier das, wo wir erstmal Franklin in der Mitte sehen mit einem krassen Goldkettchen. Rechts daneben ist natürlich Chop am Start, links ist Lamar Davis und rechts die Frau kennen wir jetzt leider nicht. Aber wahrscheinlich wird sie eben eine ganze Menge mit diesem Business zu tun haben. Und auf dem zweiten Foto sehen wir dann unseren Stargast, nämlich Dr. Dre und DJ Pooh. Ja, das ist wirklich so, dass er Rockstar Games nämlich geschrieben, denn sie sagen, am anderen Ende der Stadt hat DJ Pooh sich mit Franklin wegen eines potenziellen Klienten in Verbindung gesetzt, sein alter Freund Dr. Dre. Wusste ich persönlich bis heute auch nicht, dass Franklin einfach so ganz normal mit Dr. Dre rumhängt. Nachdem er nämlich letztes Jahr auf dem Weg nach Cali Perico sein Smartphone verloren hat, stellte sich raus, dass das Telefon nicht einfach nur abhanden gekommen ist. Nein, es ist sogar dramatischerweise in die falschen Hände geraten. Und nicht nur das, es kommt noch schlimmer, es enthält auch noch den heißesten Content in der Stadt, nämlich neue unveröffentlichte Musik von Dr. Dre. Das könnte jetzt nämlich der ganz große Auftrag sein, der dann unsere Agentur den Durchbruch ermöglicht. Dann gibt es noch einen Screenshot, da sehen wir nochmal Dr. Dre vor wahrscheinlich einem neuen Fahrzeug, denn jetzt auf Anhieb sagt mir die Karre nichts. Bereitet euch aber auch noch auf eine wilde Jagd durch Los Santos vor, von den Straßen von Franklins alter Hood zu den angesagtesten Partys der Stadt und von den luxuriösesten Villen zu den Büros des FIBs. Schließt euch Franklin, Hackerin Imani, dem Hundshop und ihrer Crew an, um Dr. Dre's Tracks ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen. Und der erste neue Content ist tatsächlich eine neue Waffe, das ist nämlich der kompakte EMP-Launcher. Sehen wir hier auf einem Foto. Ziemlich brutal sieht er aus. Ganz offensichtlich kann er wohl mit Mühe einfach so ein Auto explodieren bringen. Dann haben wir hier nochmal einen neuen Screenshot von einem der neuen Fahrzeuge. Das ist nämlich der Enus Jubilee, der ganz offensichtlich gepanzert ist. Sieht, muss ich schon sagen, gewöhnungsbedürftig aus. Ziemlich kantig die Karre auf jeden Fall. Und dann haben wir hier auch nochmal ein Foto von einem dieser neuen Büros. Das ist nämlich die Agency. Details zu dem Contract DLC, welches ab dem 15. Dezember in GTA Online veröffentlicht wird, findet ihr dann noch in den kommenden Tagen wie immer auf dem Rockstar Newswire und natürlich auch auf dem Kanal von Slack, inklusive Infos über einen vielseitigen neuen Radiosender mit besonderen Gast-DJs und massiven, einzigartigen Updates für bestehende Sender mit neuen und unveröffentlichten Songs von Dr. Dre und anderen Top-Artists. Außerdem gibt es dann zusätzlich noch Jobs für eure Agentur, wie zum Beispiel ausgewählte Attentate für Spieler, die sich nicht scheuen, ihre Hände schmutzig zu machen, neue Waffenfahrzeuge und vieles mehr. Dann haben wir nochmal zum Ende drei Screenshots. Als erstes haben wir nämlich hier die Stun-Gun, das ist ja dieser Elektroschocker. Den gibt es doch schon so in GTA 5, das ist jetzt keine neue Waffe, allerdings können wir ihn noch nicht in GTA Online haben. Und das wird jetzt wohl mit diesem DLC der Fall sein, dass wir also auch den Elektroschocker in GTA Online haben können, sonst hätten sie ihn ja nicht gezeigt. Und dann haben wir hier The Armory, das ist zumindest die englische Bildunterschrift. Ich denke, es bezieht sich hier auf den Charakter. Keine Ahnung, der beschäftigt sich vielleicht irgendwie mit Kampf und Abwehr von unserem Business, was weiß ich. Und zu guter Letzt gibt es da noch einen Screenshot von einem neuen Wagen, nämlich von dem D-Bot Champion. So, Freunde, alles in allem war es das jetzt ja aber auch mit dem ganzen neuen Newswire-Artikel. Mehr hat jetzt Rockstar Games noch nicht verraten zu dem DLC, außer halt, dass es in den nächsten Tagen dann nochmal mehr Informationen gibt. Ihr findet diese Informationen
Informationen natürlich auch hier auf diesem Kanal. In den nächsten Videos bin ich dann auch wieder ein bisschen sortierter. Ich meine, das war das erste Video nach 2 Monaten. Da muss man erstmal wieder in den YouTube-Flow auf jeden Fall reinkommen, Freunde. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden und Kollegen teilt. Ja, und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Und boah, jetzt zum Ende habe ich erstmal den Ton hier am Mikrofon laut gedreht. Ich glaube, das ganze Video war jetzt ein bisschen zu leise. Tut mir auf jeden Fall leid, ne? Wir sehen uns. Ciao.